Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen ruckelreichen Folge Just Cause 3. Die Ladezeiten schlagen wieder zu, denn 3 sind eine Gruppe. Und da sind wir in der Ladezeit. Tja, die Ladezeiten, immer wieder dasselbe Spiel hier. Ich will zu meiner Granmadre. Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich hab hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist faszinierend. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und Feuer. Okay, also... unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit und das Heilmittel zu kennen... könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik Klingt an. Klingt nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Viel Spaß, du Wahnsinniger. Okay. Wir wollen also die Panzer selber herstellen. Ob das so eine gute Idee ist, unzerstöre Panzer. Na, das könnte sein, dass die das dann an den nächsten Tyrannen verkaufen, sich damit eine goldene Nase verdienen. Und im Grunde ist denen doch Medici komplett egal. Naja, egal. Hey Rico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Mir persönlich ist alles noch viel, viel mehr egal wie denen. Draufgeschissen. Whatever. Gut, ich habe einen kleinen Heli, zwar ohne Waffen, aber schnell und wendig. Jetzt fliegen wir mal hier drüben hin. Ich muss sagen... Ah, Rico, verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand? Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das Übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, amigo. Okay, was wollte ich sagen? Ja, richtig. Die Landschaft sieht bei Nacht wunderschön aus. Die Lichter hier oder da hinten brennt's. Nee, es brennt nicht wirklich, ich weiß. Aber es sieht aus wie Feuer, oder? Wie ein Vulkan. Der eine Hügel. Na gut, wo genau bin ich denn? Moment, ein kleiner Blick hier auf die Karte. Oh... das hier müsste man freikämpfen. Vielleicht sollten wir das tun. Wäre vielleicht eine kluge Idee. Wir landen mal hier drüben. Vorsicht. Kann ich eigentlich während der Mission Abwurf machen? Ich probier's. Gut, meinem Heli geht's hervorragend. Dann schauen wir mal, ob ich hier einen Panzer holen könnte. Oder einen Heli. Na, ich habe leider nicht den guten Heli. Militärfahrzeuge, hier sind auch keine wirklich interessanten Dinge dabei, die mir helfen. Ne, wir nehmen, glaube ich, hier so einen Panzer und wir nehmen uns Munition für die Knarren. Und hier drüben natürlich, obwohl, ich nehme mal die hier. Oder warte, was haben wir noch? Schrotflinten. Ich nehme mal die hier. Aber ich muss sagen, das Sturmgewehr ist wirklich bis jetzt das Beste. Okay, es funktioniert anscheinend auch während einer Mission. Habe ich noch nie gemacht. Brauchte ich noch nie. Ich war so gut, ich brauchte nie die Hilfe der Rebellen. Unbesiegbar, wie ich eben bin. Yay, Überraschungen. Komm schon, ich will es scrappen. Ja, gib mir das.
Und jetzt rein hier in den wunderschönen Panzer. Was natürlich extrem geil wäre, wenn wir die Panzer dann selbst bauen und selbst rufen können. Damit hätten wir so ziemlich einen ultimativen Vorteil. Mann, sind wir schnell. Lichtgeschwindigkeit. Let's go. Turbo-Modus. Ultra-Hyper. Zerstören wir ein Dorf, um es zu retten. Ich hab's nie verstanden. Warum gleich nochmal müssen wir unschuldige Menschen töten? Legen wir los. Stopp. Halt. Ganz ruhig, mein Freund. Mann, das Anvisieren ist so wackelig. Gut. Ruhig. Treffe ich nicht, ja? Nee, treffe ich nicht. Ich wäre jetzt wohl drin. Im Ollendorf. Schauen mal, was muss ich denn hier alles machen? Man sieht es noch gar nicht. Oh, Überwachungssystem, das ist nervig. Aber natürlich auch nicht unmöglich. Sag mal, wo sind denn die ganzen Menschen? Wussten die, dass wir kommen? Ich höre jemanden schreien irgendwo in der Ferne. Aha, eine wunderschöne Statue. Die Statue ist zerstört. Okay, wahrscheinlich wegen der Mission bekomme ich jetzt hier gerade gar nichts angezeigt. Aber die Sachen, die wir hier zerstören, die sollten auch zerstört bleiben. Deswegen räume ich hier schon mal ein bisschen auf. So, Plakate hätten wir auch alle. Omi, sorry. Ich mache das für die Rebellion. Du musst es sterben. Ich hätte keine andere Wahl. Glaub mir, wenn es nach mir gehen würde, ich würde keine alten Omis überfahren. Nett. Wie einfach mal alles hier explodiert. Tja, aber irgendwie wenig los. Ich gehe da mal rein, ja? Aber die Frames, die kacken trotzdem ab. Ah, meine Freunde. Okay, die Waffe ist scheiße. Also im Vergleich zu der anderen ganz, ganz großer Shit. Wieder was gelernt. Die hier ist aber wirklich hervorragend. Richtig aimen kannst du hier auch nicht. Im Grunde gar nicht möglich. Komm, gib her, ich nehme mal die hier. Kann nur besser werden. Ne, die andere hat mehr Munition und die spreadert einfach mehr rein. Das ist einfach der geilere Scheiß. Boah, wie die Frames schon wieder abkacken. Das Spiel ist so hässlich. Was die Frames angeht. Optisch, schön. Frames, pfui. Und wir brauchen einen Lautsprecher noch und Überwachungssystem. Dann sind wir durch. So, wo bist du? Hier vorne sehe ich einen. Und wir landen butterweich. Echt? Machen die das? Anscheinend ja. Rockel, rockel, rockel. Boah, so schlimm war es hier noch nie. Wird immer schlimmer aus irgendeinem Grund. Das habe ich diesem Spiel nur angetan. Warum? Alles klar. Alles klar. Ich muss ganz schnell hier hin und dann gehört der Laden mir. Weil jetzt bin ich schon so weit. Alarmstufe zurücksetzen. Echt jetzt? Ja, mies. Komm schon. Okay, er hat mich gefunden. Okay, ich bin undercover hier an der Wand. Rico an der Wand. Keiner kann ihn sehen. Es ist undercover Rico. Das dauert aber ziemlich lange. Da oben kreist eine Möwe.
Heli hört sich absolut nicht gesund an. Sofern Heli gesund sein kann. Da oben bekomme ich eine Sniper, ha? Komm schon, ich bin fast durch. Und schon ist alles wieder verziehen und gut. Da gehen wir mal ran. Warum stürzt der Heli ab? Ich habe keine Ahnung und ich will es auch gar nicht wissen. Und warum lege ich mich jetzt hier auf die Fresse? Ich habe keine Ahnung und ich will es auch gar nicht wissen. Das war gekonnt. Respekt. So. Und hier hin. Und... Oh, spring doch runter. Ab und zu verstehe ich den Typen nicht. Perfekte Landung. Nice. Und the last one. Hier drüben. Das sollten wir hinkriegen. Ich habe eine halbe Minute. Dann noch die Flagge. Und dann... habe ich mal wieder den Tag gerettet. Gut. Schön. Natürlich muss es explodieren. Der Mann kann nichts hacken. Alles muss irgendwie irgendwann explodieren. Wenn es Rico berührt. Alright. Meine Siedlung bejubelt mich, weil ich euer Land zerstört habe. Eine von fünf. Und ich glaube, wir müssen demnächst auch hier die Region freispielen, weil nur so die Story weitergeht. Ab irgendeinem Punkt geht's, glaube ich, nicht weiter. Rico, so, ich bin hier. Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa... jetzt! Ich wusste das. Beginnt in etwa jetzt. Falls Sie in Olivio Moro wohnen, wissen Sie es vermutlich schon, aber Ihre Stadt wurde befreit. Sollten Sie einen Soldaten der DRM sehen, bitten Sie einfach einen Rebellen, ihn aus der Stadt zu jagen. Pace e libertate. Das war jetzt aber nicht die Mission, oder? Das war die Mission. Nee. Leute, nee, glaube ich nicht. Das war die Mission? Die Sniper holen oder wahrscheinlich die kleine Stadt befreien und dann die Tankstelle in die Luft jagen? Nee, kommt schon. Ladezeit, das ist die Mission. Ertrage die Ladezeit. Sehr subtil. Okay, die Verstärkung besiegen. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. No, ich will meine Bazooka wieder. Wo sind sie denn? Ey, die fahren hier irgendwie ganz merkwürdig rum. Das schmeckt mir nicht so. Alright, Verstärkung. Dann lass mal kämpfen. Ey, warte mal, warte mal, warte. Alles klar. Alles klar. Es gibt kein Entkommen vor Rico. Nur das Ruckeln kann dich retten. Ist da ein Heli? Hey, Mr. Heli. Put, 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 put. Ich will den Heli, ich will den Heli. Ich brauche diesen Heli. Warte, irgendwo hier war doch auch mein Panzer. Der ist wahrscheinlich weg, ne? Natürlich ist mein Panzer weg. Hätte ich gut brauchen können. Ich hole mir den Heli, ganz klar. What? Moment. Ich wusste nicht, dass meine Freunde hier sind. Das hat die Cutscene aber irgendwie gar nicht hergegeben. Was war denn das eben gerade für... Oh, es ruckelt so sehr. Es ruckelt. No, ho, 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 ho. Keine Granaten. Gib mir den Heli. Ich will den Heli. I need
des Heli. Warum will er den denn nicht greifen? Endlich. Nein, nicht nach unten. Du sollst ihn übernehmen. Oh Gott sei Dank. Das gibt wieder Hoffnung. Da fliegen die Soldaten. So muss das. Genau so. Mit dem Heli kein Problem. Gib mir einfach einen Heli. Und ich halte auch dem Rockeln stand. Wo denn? Ach, hier drüben ein kleiner Mann. Respekt, Rico. Test bestanden. Geh jetzt zum Aussichtspunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Was? Okay. Das war ein Test? Ach, das war ein Diese Test? Diese Bavarium-Raffinerie. Wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde. Hey, kommt ihr beiden jetzt, oder? Hey, nicht jeder kann fliegen. Nimm dir einen Heli. Klar kann jeder fliegen. Die kommen wirklich jetzt in so einem Minivan. Gut, ich gebe euch Deckung mit dem Heli von oben. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten. Das müsste das Tor öffnen. Alright. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Was redet die? Was redet die, Alter? Das ist ein geiles Auto. Und eine Ladezeit. Hey, für 30 Sekunden Sequenz, 2 Minuten Ladezeit. Ist immer wieder niedlich, oder? Immer wieder niedlich. Ich kann es auch gar nicht oft genug erwähnen. Weil es so niedlich ist. Während ich die Daten runterlade. Shit, wer hat meinen Heli geklaut? Wer hat mein... Oh nein. Annika, ich bin dünn. Verdammt, noch eine Firewall. Oh nein. Das Laufwerk hat eine komplizierte Verschlüsselung. Das dauert noch etwas. Schön, dass du beeindruckt bist, aber lange überleben wir das hier nicht. Ich versuche euch zu schützen, aber Snipern ist hier in dem Spiel mega scheiße. Wow. Ich hab's gleich. Die Sicherheitsprotokolle sind extrem robust. Deine Mama ist auch extrem robust. Danke. Okay, wo ist der nächste Haufen? Oh, kommt da viel? Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer, als ich erwartete. Theo, das ist mir egal. Knack das Ding. Wir müssen alle töten, ha? Huh? Bleib doch mal stehen. Ich will dich erschießen, Freund. Download läuft. Gleich hab ich's. Oh, meine Güte. Ja, mach keinen Scheiß. Wow. Also mit der Sniper hier, vergiss es. Wieder einer weniger. Der eine ist hingefallen oder wurde er umgeschlagen mit seinem Kollegen? Ich habe keine Ahnung. Theo, der fängt aber auch echt die Kugel. Er ist schwarz. Operation menschliches Schild. Das nimmt er ein bisschen ernst. Theo, du musst nicht jede Kugel fangen. Fertig, verschwinden wir. Oh Gott sei Dank. Nördlich von euch. In dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Nein. Noch mehr Deckung. Nicht noch mehr Deckung. Der schiebt ein Fass mit sich rum. Explodiere, Fass. Explodiere. Wir rücken vor, Rico. Gib. Die schießen auf uns. Es sind Wir auch rücken Gegner. Vor, Rico. Gib uns Deckung. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Sie kommen hier. Run, Kitty. Run. Da kommen sie. Nein, ich habe keine Munition mehr. Rico, beeil dich. Ja, 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 ja. Explodiere. Oh, da fliegt aber jemand weg. To the moon. Noch viel weiter. Shit. Okay, rücken wir vor. Gib uns Deckung.
hier mal fertig gerückt. Das wäre nett. Rico, gib uns Deckung! Ja, ich bin dran. Boah, Sniper-Freaks. Bleiben aber wenigstens stehen. Ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Da unten ist noch einer am Leben. Ich sehe ihn nicht. Komm schon, seid bitte mal nicht so unfähig. Wo ist er denn? Fast. Aber nur fast. Weiter jetzt. Halt uns den Rücken frei, Rico. Stress. Mission ist einfach nur Stress. Diese Grube ist riesig. Das ist die Hauptraffinerie. Effizient, aber leicht zu überlasten. Wenn du zu schnell zu viel Bavarium reinwirfst, geht hier alles hoch. Boah, die halten nicht mehr viel aus. Besonders der Schwarze. Wir rücken weiter vor. Gib uns Deckung. Und irgendwie werden es auch nicht weniger Gegner. Sniper ist down. Vorsicht, da sind noch mehr. Da sind auf jeden Fall noch mehr. Wie die sich rumschieben. Wir müssen weiter. Und dann merkwürdig hinfallen. Halt uns den Rücken frei, Rico. Ich hoffe, hier gibt es Checkpoints, wenn wir jetzt sterben. Nochmal das Ganze und ich drehe durch. Oh nein, der ist tot. Bitte gib mir einen Checkpoint. Bitte. Bitte. Weiter jetzt. Halt uns den Rücken frei, Rico. Okay, wenigstens bin ich hier an der Stelle. Alles klar, legen wir los. Mann, die sind ganz schön angeschlagen. Diese Grube ist riesig. Das ist die Hauptraffinerie. Effizient, aber leicht zu überlasten. Wenn du zu schnell... Die schießen auf uns! Wow. Das ist die Hauptraffinerie. Effizient, aber leicht zu überlasten. Wenn du zu schnell zu viel Bavarium reinwirfst, geht hier alles hoch. Ich frage mich, ob ich nach unten kommen kann und sie einfach Wir töten kann. Wir rücken weiter vor. Gib uns Deckung. Weißt du was? Ich mach das mal. Ich komme nach unten und knall einfach jeden. Jeden über den Haufen. Das hätte ich wahrscheinlich von Anfang an machen müssen. Vorsicht, da sind noch mehr. Guck mal, es funktioniert. Ich kann einfach hier nach unten gehen und zack. Sniper down. Nate. Wir so. Weiter. Halt uns Läuft. Den Rücken frei, Rico. Und die Sniper ist mega schick. Baller die hier einfach über den Haufen. Theo mal wieder. Theo muss auch wirklich jede Kugel mit dem Gesicht fangen. Ich weiß nicht genau, was sein Problem ist. Aber der muss immer im Limit sein. Eine richtige Drama-Queen. Achtung, das Ding explodiert. Ich hab's gesagt. So. Gib mir mal den Scheiß hier drüben. Nehmt mich mit! Hey! Danke! Rico! Okay, bring uns hier raus, Theo! Rico, gib uns Deckung! Deckung? Echt jetzt? Du hast die Geschütze, nicht ich. Oh, wo ist der Feind? Wir sind in Sicherheit. Gleich sind wir in Sicherheit. Ach, gleich. Nicht ganz, aber gleich. Zerstör sie! Wo denn? Du sagst das, als hätte ich das noch nie gemacht. Okay. Raketenwerfer down. Aber neue Probleme. Und da hätte ich jetzt mit der Sniper schießen müssen. Aber ich lieber mit dem Baby hier. Aber das war wenigstens mal eine lange Mission. Okay, mit der Sniper hätte ich doch niemals weggeholt. Komm schon, hängen sie ab. Da kommen noch mehr Feinde. In der Tat. Ich bin überrascht, dass wir noch am Leben sind. Ich auch. Bei deinen Hackerkünsten überrascht mich das auch. Pass auf, oder ich vergesse, dass du da oben bist und lande. Ich übernehme einfach den hier. Rico, nicht schlecht.
weiter, Baby. Das war's? Ey, die haben doch Kanonen. Warum schießen die denn nicht? Idiot, das. Was nu? Wohin? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Feinde am Boden! Schalt sie aus, Rico! Wo seid ihr? Und hier drüben. Wir sind so gut wie zerstört. Endlich schießen die auch mal mit. Gut. Danke. Das Beste am Spiel, die Soldaten wegfliegen. Jedes Mal wirklich geil, oder? Die Batterie hier geht aber auch irgendwie gar nicht down. Und von der Seite. Unzerstörbar, das Baby. Projektor. War gar keine Batterie. Ich dachte, es wäre eine Batterie. Oh, Moment. Du bist der Böse. Ich wollte auf meine Freunde schießen. Danke, Rico. Wir sind in Sicherheit. Wir bringen die Info zu Dima. Pass auf dich auf. Yes. So. Drei sind eine Gruppe. Das schon alles? Und wir, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Eine Bewertung wir wäre wirklich Nougat. Purer Nougat. Gronkh, shut up. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und